Hallo liebe Leute und willkommen zurück hier in der Skyroad Zone 4, wo wir gerade versuchen, den zweiten Abschnitt fertig zu machen. Ja, wo aber gar nicht mal so einfach zu lösen zu sein scheint. Naja, wir machen jetzt einfach weiter. Egal, auf den roten Ring. Wow. Wow. Oh, das war auch knapp. Yay, komm. Sonic hoch. Rhythmus mal wieder. Aber ich will eigentlich Rhythmus gar nicht verwenden, weil Rhythmus echt doof ist. Weil das meistens eh nicht so gut hinhaut. Wenn ich dich nicht so hassen würde, hätte ich Respekt vor dir. Oh Mann. Doofer Geist. Könnte man eigentlich als gutes Kissen verwenden, so wie der ausschaut. So. Durch die Feuerdinger durch und in den nächsten Abschnitt. Boss Time! Ah, okay. Oh! Ah! Au! Nein! Ja, genau! Ah, ich bin echt durch. Mann, ich hab bloß noch ein Leben. Also sprich, das muss jetzt hinhauen. Der Spaß ist vorbei. Alter, warum tut der mir immer noch weh? Ist das beabsichtigt? Ja, wäre das ganz schön mies. Ich glaube, der funktioniert nicht so wirklich. Der Spaß ist vorbei. Okay, so macht's auch nichts. Wenn er den Move macht, dann kann ich ihn gar nicht treffen. Das geht ja eigentlich nur so. Ja, da kriege ich jetzt immer... Also Leute, das ist mir im Moment zu hoch. Ich weiß nicht, wie der funktionieren sollte. Ja. Dann wo
probieren wir es halt auf ein neues Mal wieder. Oh, hey, hey, Leute, ich frag mich echt, wie dieser scheiß Boss denn gehen soll. Das frag ich mich echt mal. Ah, gute Münze vergessen. Aber so kann man sie natürlich auch holen. Durch mich besiegt zu werden. Warum siehst du das nicht endlich ein? Gib doch einfach auf. Nein, ich gebe nicht auf. Du bist zwar scheiße und ich weiß noch nicht, wie ich dich besiegen soll. Aber da werden wir auch noch drauf kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Ganz, ganz sicher bin ich mir da, dass wir da auch noch drauf kommen werden. Wie man dich besiegen kann. So. Rhythmus braucht keiner. Das macht man heutzutage ohne Rhythmus. So, dann warte, bis die Geister vorbei sind. Und rennt durch. Und dann kommt die kleine Rutschpartie. Wo ich jetzt mittlerweile auch schon recht gut beherrsche. Ich habe auch ganz schön viel Übung drin. Und ja, dann schauen wir mal, ob man das wieder alles so super gut hinbekommt. Bisher sieht das Ganze eigentlich noch recht souverän und super gut aus. Aber das kann sich jeden Augenblick ändern. So. Labyrinth. Und weiter geht's. Hier runter. Hier. Darüber und flug. Weiter nach unten. Alter, haben wir Ringe. Das ist ja schon Ewigkeiten her, dass wir mal so viele Ringe gehabt haben. Über 200 Ringe. So. Weiter geht's mit der Rutschpartie 2. Nur um an den einen Setti zu kommen, den du nicht besiegen kannst. Sorge, du sagst. Ja, du hattest jetzt ja recht, dass ich dich nicht besiegen kann. Aber es muss irgendwie einen Trick dabei geben, wie man dich schlagen kann. Und diesen Trick, den werden wir auch noch herausfinden, wie der funktioniert. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir das auch noch herausfinden. Entweder es hat mit den Bodenbewegungen zu tun, oder ich weiß es auch nicht. Es gibt auf alle Fälle einen Trick dabei, dich zu schlagen. Und den werden wir definitiv herausfinden. Definitiv. So. Und hoffen, dass wir jetzt echt schnell trotzdem daherkommen. Ah. Das war leider nicht. Da dürfen wir das Trampolin nämlich nicht verwenden. Ah. Knapp. Und hier hoch. Hier hoch.
jetzt falle ich wieder da runter. Naja, also ich lasse es jetzt, glaube ich, wieder erstmal mit den roten Ringen. Und ich konzentriere mich lieber mal auf den Endgegner, weil wir haben jetzt bloß noch zwei Versuche, um den Endgegner zu schlagen. Das ist jetzt auch nicht gerade viel. Wenn man das mal so sagen darf. Ich weiß, dass das zwar jetzt gerade ein Leben war, genauso wie da drüben ein Leben ist. Aber man darf natürlich auch nicht die Zeit außer Acht lassen. Wo natürlich normalerweise mitlaufen sollte. Und Checkpoint. Mann. Also solange es nur so getroffen ist, geht's ja noch. Solange ich noch keinen Leben verloren habe, ist noch alles in Ordnung. Nein. Noch ein paar Ringe. Der Spaß ist vorbei. Muss irgendein. Okay, Rhythmus kann man nicht verwenden. Der steht da bloß so rum. Leute, ich weiß nicht, was ich da tun soll. Ah, vielleicht muss man ihn treten. So funktioniert das. Wenn es nur das ist, treten und draufhüpfen, dann ist das normalerweise kein Problem. Wow. Auf. Treten und draufhüpfen. Und treten und draufhüpfen. Okay, es geht weiter. Nicht nach. Und zack. Bist so langsam. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Leute, das darf doch nicht wahr sein. Wir hatten ihn fast. Wir hatten ihn doch schon fast. Der Spaß ist vorbei. Na komm. Ich hab's verstanden, wie du gehst. Kicken. Draufhüpfen.
Okay, Cam, draufhüpfen. Na, komm vor. Na, komm vor. Na, Kicke, draufhüpfen. Und er läuft weiter. Ah, jetzt kommt sein Laser-Move. Er überrascht mich jetzt nicht mehr. Kicken, draufhüpfen. Und kicken und zack. Und weiter geht's. Ja, da kannst du dein Ding schon abtrennen. Das nervt mich nicht besonders. Ah, kicken, draufhüpfen. Kicken, draufhüpfen. Und kicken, draufhüpfen. Kicken, draufhüpfen. Kicken, draufhüpfen. Kicken, draufhüpfen. Kicken, draufhüpfen. Kicken, draufhüpfen. Kicken. Ja, okay, das war Fail. Das war jetzt wirklich Fail. Aber das war jetzt der Versuch. Weil normales Ding geht nicht. Der Spaß ist vorbei. Und kicken, zack. Und kicken, zack. Und kicken, zack. So, erste Runde ist schon wieder vorbei. Ab in die zweite Runde. Zang, dung, zang. Dich mach ich fertig. No, no, nicht noch. Ah, Mann! Also der Punkt ist es auf jeden Fall nicht. Zack. Zack, und hoch. Und dann den. Und. Das war erst mal sein Laser-Move. Zack. Zack. Zack, zack. Zack. Hä? Was soll ich dann machen? Welchen Move? Welcher Move? Oh wei, Leute, 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 ich sag's euch. Wir werden es dann nochmal versuchen im nächsten Part. Ich werde mich vielleicht bis dahin nochmal schlau machen, wie dieser Boss genau funktioniert, weil ich komme nämlich nicht drauf.
Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, trotz mein Face, abonnieren, kommentieren und gut bewerten natürlich nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch noch viel Spaß und sagt bis dahin. Ciao, ciao.